Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modernkoi-Blog, heute mit Matthias, und das hatten wir noch nie für einen Wasseranalyse-Blog, dass wir als erstes mal die bestimmen müssen, wie viel wird hier normalerweise am Tag eigentlich gefüttert. Wie viele Hände fütterst du im Sommer? 8 bis 10. 8 bis 10 Hände. Okay. Ja, ich habe gesagt, das ist ein Teich mit ca. 100 Kilo Fisch. Ich würde so ein Kilo füttern, Tim hat gleich gesagt, ich würde 800 Gramm füttern. Ja, so. Und ich habe gesagt, seine Hände haben 25 Gramm Futterladevolumen. Was hast du gesagt, Tim? 35. Also Tim ist ja auch noch nicht so lange dabei. Komm mal her, Tim, weil wir müssen ja immer die Wasserwerte in Relation. Mach mal eine normale Hand, wie du es machst. Ja, so. Ach was? Doch. Weniger? Nee, nicht weniger. Noch mehr. Ich weiß doch gar nicht, wie viel das ist. Jetzt, Tim geht auf die Waage, weil wir müssen ja erst mal wissen, was wir hier für einen Teich. Ich drehe durch. 22, 23 Gramm. Tim, kannst du mir jetzt die 1000 Euro geben? Mir reicht da ein Überweisungsbeleg von der Bank. Also ich finde es immer wichtig, dass man das nochmal wiederholt. Dann können wir noch einmal machen. Jetzt kommen nämlich 35 bei rum. Greif mal schön ordentlich rein. Jetzt machen wir erstmal Tara. Tara, jawohl. Ey, du stehst drauf mit deinem Fuß. Ja. Jetzt. Jetzt schmeiß den Kibbel voll. 28 und 23, die Quersumme sind 25. Ja? Also, wir reden dann nachher drüber, Schneider. Dyson ist sein neuer Name, weil er so eine neue geile 5 ist. Da, Tim hat sich der Dyson Airwrap gekauft. Sieht doch wirklich so aus, gell? Mit dem Fahrrad. Den Sauger hätten wir da von Dyson. Der Sauger hätten wir da von Dyson. Du saugst deinen Teich manchmal aus, gell? Ja. Wie oft? Zweimal im Jahr. Also wirklich nur manchmal. Also im Frühjahr und im Herbst. Und ab und zu im Sommer nochmal. So. Und im Sommer fütterst du maximal 10 Hände? Ja, im Sommer geht es manchmal ein bisschen hoch. Ich glaube, mache ich manchmal 2x10 Hände. 2x10 Hände? Ja. Also, aber nicht jeden Tag. Nicht jeden Tag. Nur alle 4 Wochen. So wie ein Tröpfchentest. Alle 2-3 Tage, wie es sich halt gibt. So. Also er füttert zwischen 200 und 300 Gramm. Und ja, ich sage Ihnen, die Koi werden hier auf Erhaltung gefüttert. Und das ist ja auch genau das, was mir aufgefallen ist, dass die Koi, so wie er sie abgeholt hat, auch schon von Jahren, dass sie nicht wirklich gewachsen sind. Viele der Koi sind auch sehr schlank. Du hast aber im Winter durchgefüttert, oder? Ja, richtig. Und jeden Tag? Ja. Bei wie viel Grad? Bei 6 Grad ungefähr. Und hast jeden Tag gefüttert? Ja. Und auch die 10 Hände? Weniger. Ja. Weniger. Also, man merkt es an den Fischen, sie nehmen auch weniger auf. Ja klar, aber die haben natürlich den ganzen Winter auch Hunger gehabt, weil die im Sommer nicht wirklich konditioniert wurde. Richtig. Also du fütterst in etwa ein Viertel dessen, was jetzt der wirklich gute Wachstumsbedarf wäre. Ja. Den muss man ja nicht unbedingt, aber ich würde dir schon empfehlen, das ist ein Bestand, der braucht am Tag 600, 700 Gramm Futter. Ansonsten, ich weiß auch nicht, ob jetzt die viele Hautveränderungen, die wir hier sehen, ob die damit in Verbindung stehen. Aber ich kann dir auch versprechen, und das erklärt, warum dir die Kiste hier noch nicht um die Ohren geflogen ist, weil würdest du 600, 700 Gramm füttern mit der Filteranlage, die du dahinter hast, dann wird wahrscheinlich morgens, wenn du rauskommst, schon ein grüner Nebel über deinem Teich stehen, weil gerade irgendwie Nitrit, Phosphat und so ausdünstet. Wie viel Wasserwechsel machst du? Ja, normalerweise jetzt über die Saison 1 bis 2 Wochen 10%. Ja, da empfehlen wir auch in der Woche 25%. Tim, wie hoch war das Phosphat? Das wollten wir noch mal runter verdünnen, gell? Das hat ich jetzt noch nicht gemacht. Das hatten wir noch nicht gemacht, das mache ich jetzt mal nebenher. Also mal ganz, ganz grob. Wir haben der vorherige Test, wo ist der drin? Die zweite Reihe, ja. Das hier? Also ist normalerweise hellblau. Das ist so ein blau-schwarz hier. Und jetzt machen wir einfach. Machen wir 1 zu 5. So, wir haben doch eine 1 Millispritze, oder? Ich weiß. Klugscheißer mal keiner. So. Hol du mal kurz Frischwasser, Leitungswasser. Jawohl. Und ich mache das hier kurz und dann kann der Tim aus. Ja, wir haben die Probe, wie du gerade gesehen hast, runter verdünnt. Jawohl. Mit deinen 10% Wasserwechsel alle 1 bis 2 Wochen hast du immer noch 20 Milligramm Phosphat drin. Ja.
Und das wohlgemerkt, Phosphat, Haupteintragsquelle fürs Phosphat ist das Fischfutter. Jawohl. Und du bist ja nicht gerade, wie wir festgestellt haben, der Vielfütterer. Ja, ja? Und trotz Kornischi-Futter. Und trotz Kornischi-Futter. Das hat er jetzt, das war jetzt ein Seitehieb. Au, der tut weh. Aber stell dir mal vor, du würdest ein Futter nehmen mit deutlich höherem Phosphatgehalt. Ja, da haben wir dramatische Probleme gehabt. Und deswegen haben wir umgestellt auf Kornischi-Futter. Also du hast mit anderen Futter Probleme gehabt. Ja. Wie haben sich die geäußert? Wie am Phosphat praktisch. Also extrem. Also noch extrem. Noch extremer? Ja, noch extremer. Und das ist das, was wir auch schreiben. Bei uns ist definitiv viel weniger Phosphat drin als in ganz, ganz vielen oder den allermeisten anderen Futtersorten. Das hat auch damit zu tun, dass die meisten normale Futter oder normale Kalfutter sehr hohe Algenbestandteile haben. Mhm. Das ist eigentlich unlogisch, weil man fängt ja im Teich Fingerfisch hat nur gegen Algen. Ja. Muss man sich gar nicht füttern. Ja. Und Kornischi ist gesagt zum Glück besser. Ja. Also du hast einen Unterschied gemerkt, wo du auf Kornischi umgestellt hast? Gewaltiger Unterschied. Mit allem sogar. Ja. Allem. Also das ist das, was auch wir nicht nur sagen, sondern auch für uns erforscht haben, dass egal, ob es die Kotausscheidung ist, die Phosphatwerte, das Ammoniumsnitrit, ob es die Gelbstoffe sind, ob es das Wachstum, die Gesundheit, die Schönheit, egal was. Und man muss auch sagen, wenn man mal die Verwertbarkeit sieht von unserem Futter, wer weiß, was in so einem Teich wäre, wenn man jetzt noch ein Futter füttern würde. So die klassischen Pondsticks, wo nichts drin ist. Ja, jetzt würde man das füttern und die Fische kriegen zu wenig. Und von dem, was man kriegt, ist auch nichts zu verwerten. Dann wäre es natürlich dreifache Katastrophe. Ammonium ist alles in Ordnung gerade. Er hat heute auch noch nicht gefüttert. Nitrit war bei 0,17. Du hast heute noch nicht gefüttert. Ja. Dafür ist es hoch. Und du hast Nitrit, hast Ozon, was ja eigentlich Nitrit wegoxidiert, dafür ist es auch noch hoch. Ja. Relativ auf dein Management betrachtet ist es hoch, absolut für den Fisch ist es 0,17 nicht von sonderlicher Bedeutung. Das liegt wahrscheinlich darauf, weil der Filter jetzt langsam wieder zum Reinigen sein müsste. Das kann natürlich sein, dass das damit in Zusammenhang steht. Und dann fängt er auch immer ein bisschen überzuschwappen und dadurch geht der Nitrit ein bisschen hoch. Der Filter schwappt dann über? Ja. Der also, läuft über? Der läuft irgendwann drauf über. Ah, okay, das ist nicht mehr alles durch die Schwämme geht. Genau. Da sind zwei so Auskerbungen. Notüberlauf. Und da fängt er dann genau leicht auch über zu laufen. Ja. Übrigens, ich muss dich enttäuschen, wir haben nicht lang genug gewartet. Dein Phosphat ist doch eher bei 25 als bei 20. So, Temperatur ist bei knapp 15 Grad. Jawohl. Dein pH-Wert bei 8,2, 8,3. Ja. Das ist jetzt einfach auch, weil du heute noch nicht gefüttert hast und. Kühles Wasser, insgesamt nicht viel Futter. Ich würde dir empfehlen, wenn es dein großes Hobby ist, mach deinen Filter größer, mach Ozon weg, fütter mehr, mess nur noch mit, nicht mehr mit Stäbchen, sondern nur noch mit Tröpfchen und und guck einfach, dass deine Fische die entsprechende Menge an Futter mehr zukommt, dass du sie wachsen auch und haben auch bessere Körper. Man sieht auch, viele Fische sind wirklich mehr Kopf als Körper. ich glaube, du hast einfach da am Ende mehr Spaß damit. Ob du jetzt den großen Wurf machen musst und auf Bodenabläufe zu setzen, das weiß ich nicht, aber muss ja nicht zwingend sein. Gepumpte Anlagen können genauso gut sein. Aber ich muss trotzdem sagen, wie im letzten Block, wer heilt, hat recht. Du hast es tatsächlich geschafft, dass du deine Fische gesund gehalten hast, bei Laune gehalten hast. Allerdings kann ich dir auch versprechen, was ich oft beobachtet habe, das sind so Teichen, das geht sehr lange, sehr gut. Ja. Und irgendwann quasi von heute auf morgen kippt die ganze Geschichte. Ja. Und dann stehst du wieder am Anfang, wo dir dann viele Fische sterben werden. Doch. Matthias, weiterhin viel Spaß im Hobby. Hast du noch Fragen? Oder? Ja, eigentlich sind wir mit allem durch. Wasserwerke haben wir gemacht, das Wichtigste. Futter haben wir besprochen, Filter haben wir besprochen. Und in nächster Zeit, Ausgangswasser seid ihr gerade zu 10 Grad. Ja. In der nächsten Woche machst du mal jeden zweiten Tag Wasserwechsel 10%. Wirklich raus, rein, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und das machst du so lange das Spiel, bis dein Phosphatwert bei 2 ist. Ja. Also mit anderen Worten, den würde ich jetzt erreichen von 2, wenn du 90% vom Wasser auf einmal wechselst. Ja, wenn also noch unter Fußball drin wäre und der Rest mit Frischwasser aufgefüllt wird. In Abhängigkeit natürlich vom Ausgangswasser, was du in der Leitung hast. Aber
Das machst du natürlich nicht auf einmal, das tut der Fische dann auch nicht gut. Und du kannst ja noch einen zweiten und einen dritten Screenmatic Biotech hinstellen, weißt du? Das ist ja. Das war schon eine Überlegung. Ah ja, das ist für dich das Allereinfachste. Ja. Kannst du auf die Schaukel da noch einstellen? Ja. Oh, jetzt guckt Mutter hinten böse. Ich glaube, deine Mutter sitzt da ab und zu, oder? Also, Matthias, danke dir. Genau. Mach's gut und bis zum nächsten Vlog. Ciao.